Momo, 19 Worte von mir heute einmal zu diesem kleinen Golf-Green-Trainer. Ja, das Ganze ist ja schwer einzuschätzen. Es ist ein sehr großes Paket. Ich bin auch gar nicht so ein Golf-Experte, aber ich fand die Idee ganz witzig, das einfach mal ja, zu holen und auszuprobieren. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, was sich hier drin verbirgt. Und danach nehmen wir es natürlich auch einmal in Betrieb und schauen uns das Ganze in Action an. Ich muss es aber drehen, habe ich gerade festgestellt. Ja, doch nicht? Okay. So kommt das Ganze erstmal hier verpackt an. Sieht einfach erstmal ganz solide aus. Und wir ziehen das hier jetzt einfach mal raus. Okay, hier sind ganz viele Sachen. Vielleicht drehen wir es doch andersrum. Scheint hier irgendwie drin zu liegen oder es täuscht. Okay. So, also erstmal der Inhalt. Ja, also wir werden, haben wir hier relativ viel. Das sind wahrscheinlich die Schienen, denn die Bälle sollen automatisch zurückkommen. Das müssen wir wahrscheinlich dann ja, stecken. Das ist hier relativ logisch. Also wir stecken das hier dann rein. Entsprechend die, die zusammengehören, die hier, weiß ich nicht, muss ich gleich mal gucken, ob die das sind. Ja, doch, scheint so. Das machen wir jetzt hier einfach mal provisorisch. Da sind auch ein paar mehr von da für die ganze Bahn eben. So, was haben wir noch? Wir haben hier einmal die Anleitung, wie das Ganze aufgebaut werden soll, whatever. Hier ist noch eine Schiene. So, dann haben wir drei Golfbälle. Die werden wir ja auch noch brauchen. Schön, ganz klassische Bälle. Nichts Besonderes, nichts Aufregendes. Dann haben wir eben hier unsere Unterlage, also die grüne Matte mit Kunstgras. Ja, ich kann auch dran gehen. So. Das ist okay. Die ist recht lang. Die ist, wenn ich das richtig einschätze, auf der anderen Seite befestigt. Ja, so. Die ist hier dann festgemacht und kann dann auch direkt genutzt werden. Das Einzige, was in dem Set nicht enthalten ist, was man so berücksichtigen sollte, ist, es ist kein Golfschläger dabei. Aber wir können es trotzdem auf jeden Fall mal ausprobieren. So, wir haben jetzt einmal hier die Golfbahn aufgebaut. Wir sehen das hier ganz gut. Wir haben hier zum einen einmal den Rasen, der zieht sich hier einmal so lang. Dann kommt hier langsam diese Erhöhung. Hier oben sind dann zwei unterschiedliche Löcher, wo man üben kann. Hier können wir unsere restlichen Bälle lagern. Hier können wir auch unseren Schläger reinpacken, wenn wir ihn gerade nicht nutzen. Und wenn man drüber hinausschießt, rollt das Ganze hier zurück oder halt auch hier. Und dann wandert das einmal hier auf dieser kleinen, ja, Rampe bis zu unserem Startpunkt zurück. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus und schauen, wie sich das Ganze verhält. Und ja, ich muss einmal schauen, dass wir das mit der Kamera einigermaßen hinbekommen. Ich wechsle einmal die Hand dafür. So, und dann nehmen wir mal diese Sicht hier ein. So, probieren wir das hier mit einer Hand einmal aus. So, dann rollt die Kugel. Jetzt haben wir nicht doll genug geschlagen. Dann kommt sie natürlich nicht zurück. Hat natürlich jetzt den Schwung nicht. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Und wir sehen es. Und dann kommt hier automatisch das Ganze zu uns zurück. Wir können es wieder auf unseren Startpunkt legen. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ich bin jetzt hier nicht der Profi, deswegen geht das ja gut und wieder nichts. Aber im Endeffekt, so funktioniert das Ganze, es kommt immer zu uns zurück. Wir haben hier ordentlich Spielraum und damit sind wir dann raus.